So, ihr habt nichts verpasst. Ich habe nur gespeichert und dann geht sie auch gleich weiter. Der ist schon wieder voll am Ende. Das nervt langsam. Noch so. Abwurfzone wäre ganz nett. Aber ich brauche unbedingt ein Flugfeld wieder. Ah, nein. Idiot. Und der macht immer so scheiß Säure dazu. Das nervt. Artikelkanone bereit. Einheit verloren. Soll ich mich schon drum kümmern? Ey, mein Turm ist weg. Ugh. Da muss ich mich mal um den kümmern. Könnt ihr nicht mal irgendwas tun? Ihr Hambis. Wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Einheit verloren. Nur eine theoretische. So, und der sollte vielleicht wieder ein bisschen weggehen, bevor er stirbt. Und du machst jetzt bitte nochmal genau die passen da auf. Schönes Flugfeld hin. Du gehst da rein. Puh, langsam wird es doch. Also, sieht doch ganz gut aus. 3 Minuten bis zum Skatsturm, so lange warte ich einfach mal noch. Wobei ich einfach ihre Kommandozentrale vielleicht zerstören könnte. Vielleicht würde das schon helfen. Ich brauche mehr Abwurfzonen. Ich weiß, ich habe gerade kein Geld dafür. Oh, deswegen habe ich so wenig Geld. Hoffentlich kommen die da unbeschadet hin. Ups. Nee, komme ich noch gar nicht, weil da eine Stingerstellung ist, die ich gerade sehe. Die muss ich erstmal loswerden. Kümmert ihr euch darum? Jawohl. Der Spektre sollte das doch schaffen, oder? Von oben links ist da was Gefährliches. Die sind doch überall auf der ganzen Karte verteilt. So. Den kann man auch schön neu auswählen. Perfekt. Erfasse neues Ziel. Na also, funktioniert doch. Vorsicht auf der Brücke, General. Das Wasser darunter ist nicht bekömmlich. Was? Jetzt haben die mich schon wieder angegriffen aus der Luft und ich habe hier keine wirkliche Luftverteidigung. Das ist mein Problem. Aber die Terroristen kommen halt wirklich selten. Warum greifen die nicht an? Die kommen halt wirklich selten aus der Luft normalerweise. So, jetzt schnell mal ein bisschen was sammeln. Normalerweise dürften die jetzt unbeschadet dahin kommen. Ja, ich will jetzt erstmal kurz einen Befehl geben. Und da ist noch ein Turm, den kann ich dann auch noch mal einnehmen später. Ah, sie bauen noch einen Stützpunkt. Oh, oh, passt auf. Die können in die Luft schießen. Na, darauf. Lecker bis zum letzten Tropfen. Pfui, hört auf. Einheit verloren. Oh, das sollte ich noch einnehmen. Das wäre ganz gut, da habe ich günstigere Fahrzeuge. Ich habe wieder keinen Bulldozer. Ich weiß nicht, wie das passiert immer. Schnell! Sehr gut. Die sind ganz sinnvoll und nützlich gegen Infanterie. Muss ich ja zugeben. So, ich brauche hier unbedingt wieder Verteidigung langsam. Da ist ein Bulldozer. Ich brauche noch einen. Genau sowas. Habe ich natürlich perfekt platziert, ich weiß. Oh, ich bin viel zu spät für meine Partikelkanone. Scheiße. Hoffentlich schießt er die nicht sofort ab, sein Skatsturm. Ich muss mich dauernd hier verteidigen, das nervt. Früher war es, ne? Partikelkanone aktiviert. Ob das reicht? Der wird wieder. Ja, ich bin gespannt. Schnell. Zumindest kann ich es vielleicht vorzeitig unterbrechen, den Angriff. Jawohl. Die E10 habe ich gar nicht gebraucht. Doch, kann ich. Und das werde ich. Hilfe. Einheit verloren. Geile Wurst. Hilfe, weg. Oh, ich brauche Verteidigung gleich. Nein, 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 nein.
bauen wir mal hier hin. Kann der vielleicht nicht helfen? Ich glaube, der kommt zu spät. Aha. Na, minimal. Besser als nichts. So, und hier die Hubschrauber passen auf. Alles gut. Dann kommen die mal dahin und nehmen das ein. Puh, ich bin hochkonzentriert. Hat er das aufgebaut? Ah, Vorsicht. Einheit verloren. Wenn die mal nicht dauernd angreifen würden, man kann die Brücken ja, glaube ich, auch nicht zerstören, oder? Ich glaube, das ging nicht. Ich baue mir lieber hier noch eine Abwurfzone hin. Das ist mir gerade wichtiger. Zack. Jetzt habe ich mal eine Sekunde verschnaufen. Schnaufpause. Und da kommen sie schon wieder. Natürlich mit Vierlingsgeschützen. Na, das war nicht notwendig, ich weiß, aber ich mach's einfach mal. Weil es geil ist. Ich brauch's eh nicht für nichts anderes gerade. Mutter aller Bomben. Ne, Benzinbombe. Die kann man noch aufrüsten später zur Mutter aller Bomben. Und zwar durch. Hier. Zu wenig Geld. Das macht man immer nur so aus Komfortgründen. Das ist eigentlich schon dieselbe Bombe. Mit dem einen Unterschied, dass die mit so einem schnellen Bomber unterwegs ist dann und nicht mit so einem langsamen Flugzeug. Ich habe doch ein Kraftwerk, das ich aufrüsten kann. Wollen genau. Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis so finden könnten? Ich brauche noch mehr Abwurfzonen. Ich brauche eine Raffinerie für meine Chemiewaffen. Was können Sie schon damit anfangen? Ich habe keinen Bulldozer sonst. Könnte gleich eng werden mit der Energie. Und das wäre unklug. Vielleicht sollte er kurz abbrechen. Und der soll erstmal ein Kraftwerk hier hinbauen. Irgendwo. Ja, das klappt doch besser als gedacht bisher, die Mission. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen wäre es nicht gedacht. So, greif mal die an. Chemietraktoren machen mir jetzt nicht so viel Angst. Aber diese machen mir ein bisschen Angst. Ah, ja gut, das war's dann mit dem. Schnell weg da. Das mögen sie gar nicht, weil es mir so hilfreich ist. Da gehen sie gleich drauf. Nur weil da meine Fahrzeuge ein bisschen billiger werden. Worauf gehen sie jetzt? Ach so, die wollen die unbedingt töten. Einheit verloren. Selbstmordarschlöcher. Ey, die haben mich schon wieder angegriffen aus der Luft. Ah, immer wieder, das ist doch scheiße. Partikelkanone bereit. Ich muss das mal irgendwie mal besser machen. Sonst kommt das immer wieder. Ist doch blöd. So, wo ist denn eigentlich ihre Kommandozentrale? Die könnte ich ja auch mal angreifen. So, greifen wir da an. So. Ich glaube, da brauche ich nicht mal eine Partikelkanone, oder? Und die Kommandozentrale ist hier oben. Gucken mal, ob die Flugzeuge reichen. Der stirbt davon jetzt hoffentlich. Ne, der hat irgendwie überlebt, aber der Skatsturm ist trotzdem weg und der stirbt jetzt auch noch. Immerhin. So, und dann killen wir hier mal ein bisschen. Aktiviert. Und ich ihre. Einheit sind wir quitt. So. Wenn das blöde Gift mal weggeht, dann können wir auch uns wieder konzentrieren. Aber das dauert noch. So. Haben wir's. Einheit verloren. Ja, zu viele Vierlingsgeschütze. Mag ich nicht. Und trotzdem muss ich mich ja irgendwie. Ich wollte doch nur alle Hubschrauber auswählen und auf 1 legen. Gut, der schießt schon mal und wird kaum belästigt. Welche Minen? Ich habe keine entdeckt. Hat er natürlich noch einen abschießen können. Geil.
Aber so, umso mehr Hubschrauber ich habe, desto besser wird das. Ich habe schon wieder keinen Bulldozer. Es ist doch unfassbar. Die ganze Zeit verliere ich Bulldozer. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Viel zu viel Chemie hier. So, können wir das fertig bauen. Die Anspannung bringt sie um. Nee, nicht wirklich. Erstmal auf den, damit wir schnell die anderen Typen killen können. Bald habe ich genug Comanches. Da macht mir kein Phoenix-Geschütz was aus. Einheit verloren. Aber noch ist es nicht so leicht. Aber Luftüberlegenheit ist schon sehr nützlich. Da muss man nicht mit billigen Humvees arbeiten. Dü-dü-dü. Jawohl, der baut weiter. Oh, die kommen alle dahin. Ja, diese roten Schüsse sind toll. Da heilen die sich auch ein bisschen selber. Der sollte mal langsam ein bisschen zurückkommen. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und hier können wir ein bisschen was übernehmen. Könnten wir. Mal gucken, ob wir das machen. Ja, endlich. Dann brauchen wir jetzt noch ein Kraftwerk. Das upgraden wir. Ich habe kaum Verteidigung jetzt, aber brauche ich ja nicht. Nur in Form von Einheiten. Schön sachte jetzt. Es sind nie so viele Vierlingsgeschütze jetzt, dass sie mir gefährlich werden. Jetzt kann ich mir den Luxus eigentlich erlauben und das zur Moab aufrüsten. Mutter aller Bomben. Mother all Bombs. Der kann hier stehen bleiben, warum nicht? Da kommen sie nämlich auch noch gelegentlich. Aber weit kommen sie jetzt nicht mehr. Das sind halt immer so geskriptete Angriffe, die sind dann recht bald zu durchschauen. Jetzt habe ich auch nicht mehr viel Angst. Oh, der wäre gut. Wenn sie wieder mit diesem Scheiß kommen. Hoffentlich komme ich, schaffe ich noch genug Avengers zu bauen. Wo? Gerade... Oh, wo kommen die denn her? Tarnungsangriff oder was? Wo haben die sich denn jetzt hergewagt? Bringt das irgendwas mit dem Avenger? Nee, gar nicht. Nur der Comanche macht hier Schaden. Und der kommt eh nicht hier raus. Oder er hält ihn gerade erst. Kann irgendwie schockfrosten, habe ich das Gefühl. Von wo kamen diese Scheißbomben immer? Von oben wahrscheinlich. Killen das mal kurz. Ja, dann nervt mich das hier nicht. Hoffentlich richten die was aus. Sie sind nämlich arschteuer. Einen nehme ich mal noch. Säure. Es gibt nichts schön. So, die haben bisher, also er, es ist ja er, nichts weiter an Skatstürm nachgebaut. Komischerweise. Ob das so weit kommt, wir müssen mal probieren, ne? Schon wieder neu. Oh, da kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Da so. Und da so. Schaffen sie es? Die sind eigentlich saustark. Hat's gereicht? Nein, es kam noch runter, oder? Nein. Es hat zwar noch die Jungen gemacht, aber war nichts mehr. Sehr schön. Und die hat offenbar auch noch ein bisschen was getroffen. Kommandozentrale weg, dann hat er keine Chance mehr. Das war meine Kommandozentrale. Egal. Ich mochte meine Kommandeure noch nie. Jetzt gibt es Schlaumeier. Uns beide. Die bauen Sachen nach. Aber ob sie auch die Kommandozentrale nachbauen, das weiß ich nicht. Aber ich bin schon sehr am Überlegen sein hier. Das muss man ja sagen. Erfreulich feststellen muss man das. Oh, dann bauen wir hier noch ein paar. Und ich habe nur eine Partikelkanone bisher. Aber ich glaube, ich brauche auch nicht mehr. Es macht nämlich gar keinen Spaß, wenn man alles nur mit Superwaffen löst. Immer so als Beiwerk, aber nicht als Hauptsache. Einheit es sei denn, verloren. Ich bin dann der Superwaffengeneral. Das kommt auch noch. Aber das hat ja noch Zeit. Tief einatmen und aus.
Ich hole die einfach mal hierher. Wie finden Sie das? Hoffentlich kommen sie bis dahin. Ach Moment, da sind. Die sehe ich jetzt erst. Scheiße. Oh, da ist auch noch was. Kann ich das noch aufrüsten irgendwie? Einheit verloren. Nee, ich bin schon 5 Sterne, General. Dann gehen wir doch mal da drauf. Die fahren dann immer nach oben und greifen von oben an, anstatt einfach den direkten Weg zu gehen. Da hätten sie wahrscheinlich sogar mehr Chancen. Ah, ja, die sind noch nicht entdeckt worden. Schön. Komm, E10-Angriff, wo bleibst du? Da kommen sie. Die sind eigentlich ziemlich cool. Einheit verloren. Ja, die wurden zwar ein bisschen behindert durch das Teil. Bis zum letzten Tropfen. Aber macht nichts. So, ihr greift zuerst an. Und dann kommen die. Ich hab's gehofft, die lassen sich einfach abknallen, glaube ich. Das Dumme ist das Ding. Und ich will jetzt nicht mit Hubschrauber dahin fliegen, weil die da aus den Gebäuden hochschießen können. Aber das schaffen die auch so, oder? Der kann doch nicht bis zum Bohrturm schießen, oder? Perfekt. Und der heilt sich auch. Wunderbar. Eigentlich hätte ich das Ding erstmal zerstören sollen. Egal. Ja, das, die Angriffe sind nicht sonderlich gefährlich, ehrlich gesagt. Muss ich ja so sagen. Oh ne, die sind schon wieder in meine Basis gekommen. Und keiner tut was. Oder kaum einer. Aber die sind auch nicht sonderlich stark jetzt. So, haben wir es. Jetzt habe ich langsam echt genug Geld. Ich kann ein bisschen mehr bauen. Und ich kann auch coole Sachen machen. Zum Beispiel, alle Flugzeuge können 50% der auf sie abgefeuerten Raketen ausweichen. Das ist ja geil. Komm, manchmal Methan-Upgrade. Ich bin da unsicher manchmal, ob das gut ist, weil dann teilweise greifen sie selber nicht an, weil sie nicht entdeckt werden wollen. Dann fährt der Gegner einfach vorbei. Das mag ich ja nicht so unbedingt. Raketen der Raptors und der Tarnkappenbomber verursachen 12% mehr Schaden. Die Raketen der Tarnkappenbomber neutralisieren verschanzte Einheiten. Normalerweise muss man Tarnkappenbomber erst freischalten, aber da ich ja Luftwaffengeneral bin, habe ich die schon inklusive. Deswegen hatte ich erstmal kurz gucken wollen, weil ich nicht sicher war, ob das so ist. Einheit verloren. Dass ich den überhaupt freigeschaltet habe. Aber passt. Gut. Dann kümmern wir uns nochmal um die Stingerstellung hier. Mal gucken, ob er das schafft. Partikelkanone bereit. Ja, sieht gut aus. Einheit verloren. Aber hat nicht gepasst. Doch, hat es sogar. Wir probieren jetzt mal einfach was aus. Also ich bin schon sehr erfreut, aber das ist auch die erste Mission. Kann sein, dass die besonders leicht ist. Wäre schon möglich. Oh, schnell. Lasst euch nicht unterkriegen. Einheit verloren. Ja, das klappt natürlich nicht. Gut, ich will nicht meine ganzen coolen Comanches gerade loswerden. Das wäre schade. Sie haben meine Experimente. Ich bin zwar schon am Gewinnen. Das werden Sie noch bereuen, General. Ach so, er kommt. Gut. Das wollte ich sowieso noch zulassen. Die Gebäude werden ja nicht mehr repariert hier. So, worauf gehen wir als nächstes? Wir zerstören am besten ihre Waffenfabrik, dann nervt das nicht mehr. Partikelkanone aktiviert. Und wenn wir gut sind, ist hier viel los. Noch die Kaserne. Sie hat überlebt, wie geil. Einheit verloren. Aber macht nichts, beim nächsten Mal. Bis die aufgebaut ist, dauert es auch noch eine Weile. Das Schöne ist, die kommen ja nicht aus außerhalb des Sektors. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Sondern die müssen erstmal gebaut werden. Und wenn sie es nicht bauen können, weil sie keine Waffenfabrik haben, dann gibt es gerade mal keine nervigen Angriffe mehr. Ist das nicht schön? Einheit verloren. Hey, das wurde wieder repariert. Wer war das? Das geht auch automatisch. So, noch ein Moment, ich will jetzt erstmal Aurora-Bomber, die sind genial. Die können bis zum Ziel fliegen, ganz schnell und werden können nicht beschossen werden. Nur auf dem Rückweg sind sie dann halb so schnell nur noch. Und dann können sie auch getroffen werden. Das ist das Gute an den Aurora-Bomber. Da hat man sichere Treffer.
Mit richtig starken Bomben. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Doch, siehst du. Oh, wieso steht das wieder? Ach so, ich weiß warum. Dann schicke ich mal sowas drauf. Das ist todsicher. Und hier könnte ich, wenn ich lustig bin, die Benzinbombe, die Mutter aller Bomben drauf schießen. Dann fliegt hier alles in die Luft gleich. Das ist geil, ne? Das ist das Schöne an Luftwaffengeneral. Man kann alles in die Luft sprengen. Das macht so Spaß. Das ist richtig toll. So, hier ist alles. Oh, die bauen, die wollen da wieder was nachbauen. Ob sie das schaffen, ist die andere Frage. Einheit verloren. Schnell, schieß das kaputt. Danke. Da war irgendwo eine Sprengfalle, eine unsichtbare. Kann man nichts machen. Egal, ist. Ja gut, die Comanches, die Chinooks helfen mir gerade nichts mehr. Einheit verloren. Weil es kein Nachschublager mehr gibt. Ja, kein Thema. Wo haben sie die Einheiten überhaupt noch her? Die standen da die ganze Zeit dumm rum. Hm? Alles wieder aufgebaut, cool. Und die Kommandozentrale auch. Boah. Weil sie immer so Typen haben, die wie Bulldozer halt alles aufbauen können. Ich müsste alle von den Typen töten und das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diese Geheimdienst ist schon ziemlich geil. Sieht man ja, man kann alles aufdecken für eine gewisse Zeit. Sehr hilfreich. Aber normalerweise greife ich hier dann, überrenne ich den Feind lieber mit Humvees. Weil die nicht ganz so schnell zerstört werden wie Chinooks. Einheit verloren. Jetzt nenne ich die schon so Comanches. Man hat ja gesehen, wie schnell die hier zerstört wurden. Das bauen sie jetzt auch schon wieder nach. Das nervt. Ich will das endlich so hier klein kriegen. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Aha. Alles umsonst aufgebaut. Einheit verloren. Hat er gerade so geschafft. Das muss schon sehr demotivierend sein für den. Gerade aufgebaut, schon wieder zerstört. Jetzt läuft er zum nächsten und das kann er auch killen. Genauso ist es gedacht. Partikelkanone bereit. Was machen wir kaputt? Mal hier oben ein bisschen. Haben sie kein Geld mehr. Partikelkanone bereit. Partikelkanone aktiviert. Anspannung bringt sie um. Wenn man doppelklickt, dann ist sie ein bisschen schneller. Der Strahl. Chemikalien? Wissen Sie nicht, was heutzutage im Essen ist? Leider doch. Der hat, glaube ich, gar keine Schwarzmärkte, oder? Schon interessant. Deswegen verliert er auch. Oha, jetzt kommt er damit. Nicht mit mir, Junge. Ihr werdet alle in die Luft fliegen. Schneller! Schneller! Komm schon! Das wird knapp. Oh, ich habe den falschen ausgerüstet, aber der ist auch gut. Einheit verloren. Ich hatte gedacht, das wäre die Mutter aller Bomben. Das wäre noch geiler gewesen. Aber das war auch ganz gut. Ja, und mit meinen Fallschirmjägern habe ich hier nicht viel Freude. So viel habe ich damit nicht zu tun. Tief durchatmen, General. Ich könnte mir noch eine zweite Waffenfabrik bauen, damit das ein bisschen schneller geht. Man kann halt keine richtigen Panzer bauen, weil man ja Luftwaffengeneral ist. Das wäre sonst irgendwie witzlos, wenn man da Vergünstigungen für Lufteinheiten bekommt und trotzdem mit Panzern Einheit arbeitet. Verloren. Deswegen hat man das so eingerichtet. Das wird bei anderen Generalen genauso sein. Das wird schon ein bisschen nervig werden. Wir haben dann immer wieder mit Humvees und schwachen Einheiten zusätzlich arbeiten muss. Aber es wird schon gehen. Auf jeden Fall haben wir gleich gewonnen. Das ist ja kein Thema, das sieht man schon. Ich speichere mal hier drunter schon. Es ist einfach nur noch schaffen. Nur noch schaffen. Ich glaube, ungefähr so werde ich das dann jedes Mal machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich irgendwann mehr freischalten kann. In späteren Missionen. Werden wir noch sehen. Da ist das wieder kaputt. Ich könnte ja noch... Ja, ich könnte es wirklich machen, noch eine Partikelkanone bauen. Ah ja, ich hätte mir Aurora-Bomber bauen sollen, fällt mir gerade auf. Aber gut, mit denen kann ich auch noch arbeiten.
Dann sieht man mal, wie die arbeiten. Das ist keine gute Idee, weil die jetzt hier angegriffen werden, aber ich will es einfach mal zeigen. Ja, läuft doch. Tarnkappenbomber war gar nicht an der Reihe. Und der hat hier zwei Schuss. Ja, gut, das ist normal, glaube ich. Ich dachte gerade, er hätte drei. Ist schon cool, diese Typen. Ich war da so begeistert als Kind und bin es jetzt noch. Endlich mal mit richtigen Flugzeugen kämpfen, was vorher bei Command Conquer ja schwer möglich war. Da war nur diese Fantasie. Science-Fiction-Einheiten. Das war zwar auch cool, aber surreal ist dann doch auch mal wieder ganz schön. Oder ist mal ganz schön, nicht wieder. Kannte ich nämlich noch gar nicht. Und langsam wird das hier genug. Da können wir mal einen Angriff wagen. Geld habe ich auf jeden Fall genug. Kann mich da schön durcharbeiten. Und kümmere mich doch einfach mal hier rum. Der muss halt immer aus der entgegengelegenen Richtung kommen und durchs ganze Feld fliegen. Dafür ist er zwar sehr schnell, aber naja. Hält auch nicht so viel aus gerade. Dann schicken wir mal eine Mutter aller Bomben drauf. Mal gucken, was die ausrichtet. Ich hoffe mal, dass alle Gebäude jetzt gleich nicht mehr vorhanden sind. Das wäre mein Wunsch. Gegen die Mietpreisbremse. Warum lacht der? Seine ganzen Einheiten sind tot. Oh, die haben mich entdeckt. Nein! Mensch, warum habe ich das gemacht? Der Arme. Das ist unfair. Aber er verteidigt sich bis zum Schluss. Nicht auf meinen Turm. Oh, sie machen das wirklich. Na egal, ich habe genug Geld. Normalerweise würde ich meine Luftlandetruppen heißen, die Fallschirmjäger, dahin schmeißen. Aber nicht, wenn die Säureattacken haben. Das ist nicht so schön für mich. Gut, ich würde sagen, wir können angreifen. Warum das hinauszögern? Es sollte doch irgendwie gelingen. Es sollte irgendwie gelingen. So, doppelklicken. Ihr seid Gruppe 2. Ihr kommt auch noch mit. Dann noch einmal die Partikelkanone einsetzen am besten. Damit hier noch ein bisschen frei ist. Partikelkanone aktiviert. Ja, geht schön in den Strahl rein. Nichts dagegen. Hehehe, Idioten. So. Angriff. Mit schwachen Humvees. Ich könnte genau noch Kampf drohen. Ja, ich habe genug Einheit Geld. Verloren. Machen wir mal. Das lenkt das Feuer ein bisschen auf die Drohnen. Dann haben es meine Panzer besser. Und die werden auch repariert durch Kampfdrohnen. Theoretisch. Schon leichter Schwund. Ja, mir doch egal. Es geht ja eigentlich nur um die Gebäude. Wenn die Gebäude weg sind, hat er quasi verloren. Oh nein, Sprengfallen wieder mal. Gefällt mir ja gar nicht. Ja, es dauert ein bisschen. Man sieht's. Gar nicht mal so leicht. Und obwohl sie diese zusätzlichen Raketen bekommen haben von mir. Unfair. So. Einheit verloren. Den töten. Das töten. Moment, wir gucken uns das mal an noch. Da haben sie wieder Zeug aufgebaut. Unglaublich. Einheit verloren. Da drauf einfach mal. Ja, das wird nicht klappen mit diesem Angriff, aber das ist schon mal ein Anfang. Schön, dass auch nicht alle gegen mich kämpfen. Manche stehen nur drum rum. Wie soll ich Ihnen Ihre Medizin bringen, wenn Sie meine Fahrzeuge zerstören? Ich brauche keine Medizin. Ich bin vollkommen gesund. Keine Sorge. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es doch geschafft. Überraschenderweise relativ schnell. Nö, nö, geht's nicht. Muss es auch gar nicht. Das waren gar nicht so viele Einheiten. Ich hatte schon das ganze Feld voll und das war auf Schwierigkeitsgrad leicht. Da bin ich immer auf Nummer sicher gegangen. Und habe richtig viele Einheiten gebaut, was gar nicht notwendig war. So, jetzt muss ich die noch irgendwie
besiegen. Hoffentlich kommt er nicht auf mich zu. Egal. Egal. Schaffen sie trotzdem. Ja, und so besiegt man in der Luftwaffen-Mission Gegner mit Humvees zu Boden. Weil die Comanches da noch viel schneller gestorben wären. Gibt er jetzt einfach auf oder? Ich speichere auf jeden Fall nochmal. Und das kann ich jetzt sogar hier machen. Dreisterweise. Hat das in zwei Videos gut geklappt? Ich weiß noch, wie Schwierigkeiten ich hatte am Anfang. Aber jetzt ist es dann doch ganz gut gelaufen. Wer hätte das gedacht, dass das dann doch noch klappt? Ich dachte schon, ich müsste doch auf Mittel spielen. Aber es sind nur die ersten paar Minuten, die man überstehen muss. Muss ich jetzt wirklich alles noch kaputt machen, was die noch haben? Alle Gebäude. Oh, nee, muss ich nicht. Nur das noch. Schön. Das Drumherum, das Trymbosium. Sie haben gewonnen. Nicht so wichtig. Sehr schön. Nein, ich habe mein Generalspatent nicht im Lotto gewonnen. Hätte ich gar nicht gesagt, denn so schlimm war es gar nicht. Also er war schon gar nicht so schlecht. Aber er war schaffbar, auf jeden Fall. Oh, General Tao kommt. Von den Amis. Ihre Basis ist bald nur noch verstrahlt. Wir müssen den Sektor sichern. Liegt alles im Schutt. Das lädt viel zu schnell. Das unterbricht sogar die Sprüche. Ich habe zu guten Computer. Der ist von 2015. Wir haben Sie erwartet, General, und wir haben Geschenke für Sie. Oh nein, das wird echt. Ach, der ist gar nicht von den Amis, der ist von den Chinesen, ich witzbold. Oder? Mehr Geschenke, General. Wir sind sehr großzügig. Ich dachte, der war von den Amis eigentlich. Nee, das war der Lasertyp. Der hier ist wirklich von den Chinesen. Das ist nicht schön. Jetzt verstehen Sie bestimmt, warum ich King Nook genannt werde. Ja, das ist echt genug. Das macht keinen Spaß gegen Nuklear. Jetzt wird es ernst. Also, ich muss ja sagen, das ist sehr gut. Das wird schwer, gegen Atomwaffen zu kämpfen. Und das können wir einfach mal lassen, ja, den Beginn. Es gibt keine richtigen Videos und auch keine Reporter mehr. Aber so kleine Videoeinlagen, wie gerade halt doch. Und halt immer diese Sprüche, die ein bisschen roboterartig verfremdet wurden. Sonst wäre das noch zensiert oder auf dem Index gewesen. Was totaler Schwachsinn ist, aber es ist nun mal so. Aber macht ja nichts. Ich finde es nicht so schlimm. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Große Karte wieder. Wir haben wieder nur ein Nachschublager, wie immer, ein Bulldozer, eine Kommandozentrale und viel, viel Angst. Bis zum nächsten Mal. Sie sollten froh sein, dass Sie noch leben. Fordern Sie mich noch einmal heraus, wenn Sie es wagen. Ja, beim nächsten Mal. Du mit deiner Uzi.